Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Unboxing-Video von der Firma VIP Cross Stitch. Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Bis gleich! Hier sind auch die vier Produkte, was ich mir ausgesucht habe bei VIP Cross Stitch. Wir fangen gleich mal mit diesem hier an, weil das sieht man ja, was es schon ist. Ich habe mir als allererstes eine Schere ausgesucht, weil Scheren kann man nie genug haben. Und wenn man eine braucht, ist die nie da. Die ist aus Edelstahl. Die gibt es auch in verschiedene Farbvariationen. Ich habe diese ausgesucht, weil mir die sehr gut gefallen hat. Die Schere hat ein schönes Vogelmotiv mit mehreren Vögeln. Finde ich sehr, sehr schön. Wir haben sogar hier eine Schutzkappe für die Spitze, damit nichts passiert beim Transport. Die Schere ist auch nicht so groß, wie man sieht. Also passt sehr gut in die Handfläche rein. Und wie sie das schon mal anhört, wird sie schon schneiden. Aber das werde ich dann testen, wenn ich dann an meinem Stickprojekt weitermache. Als nächstes ist dieses hier, was ich mir ausgesucht habe. Wie man erkennen kann, haben die das richtig gut verpackt. Jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Endlich habe ich das aus der Verpackung rausbekommen. Wir haben hier eine Einfädelhilfe auf die Seite für die größeren Nadelöhre und hier für die kleineren. Und das ist integriert mit einem Magneten, damit man seine Nadeln dahin machen kann. Jetzt überprüfe mal, ob das auch magnetisch ist. Und ja, dann kann man das wunderbar als Needleminder verwenden. Was nur schade ist, dass hier hinten kein Gegenmagnet ist. Aber die meisten von euch haben ja eh schon Needleminder zu Hause. Dann nimmt man einfach ein Magnet von irgendeinem anderen Needleminder und dann kann man das wunderbar benutzen. Dann kann man seine Nadeln aufbewahren und hat auch gleich seine Einfädelhilfe und muss nicht über seine Einfädelhilfe immer suchen, die teilweise immer plötzlich verschwunden ist, wenn man es braucht. Also eine richtig coole Idee, finde ich. Und es gibt die auch in schöne Motive. Das nächste Produkt ist dieses hier. Das ist eine kleine Weihnachtsmaus. Es ist auf 14 Count, 16 x 15 cm groß, also nicht so groß. Diese Verpackungen sind immer ganz toll, weil hinten ist immer die Beschreibung dran, wie man zu sticken hat, wie man dann das dann auswaschen kann, wenn man fertig ist. Also richtig gut und man kann das immer wieder verwenden, diese Verpackung. Jetzt schauen wir mal innen rein. So ist nochmal die Maus, wie das ausschaut. Haben wir nur normale Kreuzstiche und Backstitche. So ist es auch. Hier ist nochmal eine Legende. Wir haben sogar zweifarbige Backstitche. Wir haben sogar die DMC-Nummern. Sehr schön. Und natürlich das Zählmuster. Dann haben wir hier zwei Nadeln. Und hier das Garn. Wir haben 12 Farben. Natürlich graulastig, wie eine Maus sein soll. Rot, weiß. Mal was Weihnachtliches. Da das Bild nicht so groß ist, braucht man ja nicht so viel. Die Fäden sind wie üblich unten aufgeschnitten, also total super. Und hier ist die kleine Maus. Ist natürlich schön bunt, wie die meisten Vordruckbilder, damit man die verschiedenen Farben auseinanderkennen kann. Wir haben hier wieder die Legende für die Kreuzstiche und für die Backstitche. Stoff ist auch umsäumt. Das ist auch nicht zu hart. Wahrscheinlich liegt es auch an der Größe. Jetzt messen wir mal aus, wie groß das Motiv an sich ist, weil die 16x15 wird sich auf den kompletten Stoff beziehen. Wir haben hier ungefähr 10,5 auf 11,5 cm. Sowas ist auch relativ schnell gestickt. Und ich fand es auch mega süß. Und da ich noch keine Weihnachtsprojekte habe, habe ich gedacht, das nehme ich schon mal mit für um die Weihnachtszeit. Ja, da habe ich jetzt alles gesagt. Fäden, Nadeln sind dabei. Schema ist sehr groß und das Bild. Jetzt schauen wir uns das nächste an. Hier ist das letzte Projekt, was ich mir ausgesucht habe. Ist einfach in so eine Plastik
Schutzfolie drin. Ich werde es mal auspacken, damit es nicht so knistert. Und dann geht's weiter. Die Fäden sind auch in eine extra Verpackung drin. Muss nicht sein, aber so sind wenigstens die Fäden geschützt. Also das Motiv sind diese zwei Katzen, wo auf dem Dach sitzen. Wir haben hier eine sehr kleine Anleitung, wie alles zu machen ist. Und das Schema ist sehr groß, wie man hier erkennen kann. Und an der Legende, wir haben hier 12 Farben, die DMC-Nummern und ungefähr wie die Farben ausschauen. Es ist eigentlich ein sehr einfaches Motiv. Das ist 40 x 40 groß, 174 x 174 Stiche. Und das ist kein normales Stickbild, sondern wir haben hier ein Kissen. Habe ich auch noch nie gestickt. Das ist 11 Count. Sehr viel Colorblocking. Finde ich sehr gut. Der Stoff zum Sticken ist auch ja relativ fest. Und hier hinten haben wir was richtig, ja, das ist schön flauschig, würde ich sagen. Fühlt sich echt gut an. Und natürlich den Reißverschluss für den Kissen dann, damit es drin bleibt. Ist auch sehr, ja, normaler Reißverschluss. Was ich schade finde, dass ich das nirgendwo, dass es schon alles vernäht worden ist an der Seite. Also wird man schon seine Schwierigkeiten haben, da an die Seiten dazu kommen, wenn man das sticken will. Jetzt drehe ich das mal andersrum. Ich habe mal das Kissen mal umgedreht. Also es ist umsäumt und die haben das einfach, den Hinterstoff einfach auf das Muster schon gleich vernäht. Finde ich schade. Es wäre irgendwie schöner gewesen, wenn man an alle Seiten irgendwie hinkommen könnte und dann später dann vernäht oder mit Reißverschlüssen arbeiten an die drei Seiten. Weil ich schätze mal, das wird dann problematisch beim Sticken, wenn man oben an die Kanten ist. Da ich denke, wenn man hier oben an die Ecken hier sticken will, wird es einfach nicht so einfach sein, weil man muss mit der Hand dann so rein und schauen, dass man nirgendwo hängen bleibt und dass man auch wirklich bis zur Kante kommt. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach, aber ist eine nette Herausforderung. Und wenn das, falls es wirklich nicht gehen sollte, wenn es zu viele Probleme gibt, dann werde ich einfach die Naht auftrennen und dann sticken und dann wieder vernähen. Sollte kein Problem sein. Weil man sollte schon bis zur die Ränder sticken, weil sonst schaut das ein bisschen seltsam aus, wenn da weißer Rand ist. Aber ich finde es schade, dass es schon alles vernäht worden ist. Also wäre schöner gewesen, wenn die das noch nicht vernäht hätten oder mit, weiß nicht, drei Reißverschlüsse oder mit einem großen Reißverschluss, dass man das zum Schluss dann zuziehen kann, damit man es leichter hat beim Sticken. Aber trotzdem, der Druck ist gut und es schaut auch sehr schön aus. Wir haben auch ein Toolkit dabei, ein Fingerring, so ein Nadelkissen, 5 Nadeln und ein Fädlerhilfe. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, zum Garn. Also sehr schöne Blautöne hier, ganz schön viel Blau, Dunkelblau, Schwarz. Und jetzt kommen die anderen Farben, wenn ich das hier aufwickeln kann. So. Ja, das Bild hat nur 12 Farben. Hier sind die ganzen Rottöne. Sehr, sehr schön. Aber ich wollte gerade sagen, wo ist das ganze Weiß für die weiße Katze? Aber ich habe hier noch Weiß. Oder so Cremefarbe ist es für die Katze. Da habe ich schon gedacht, eine Farbe fehlt. Das wäre natürlich sehr schlecht. Weil die haben hier bloß einen Strang und ja, Rest ist halt hier. Also wunderschön. Eine sehr schöne Länge. Unten natürlich aufgeschnitten, wie üblich, was auch sehr gut ist. Und eigentlich mit diesem Garn, diese China-Garn, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Bezeichnung davon, lässt sich sehr gut sticken, muss ich sagen. Also ich bin immer sehr zufrieden mit den Bildern.
Da kann ich mich nicht beschweren. Also wunderschön. Also das schöne Katzenmotiv. Ich habe gedacht, das passt ganz gut, weil wir auch eine schwarz-weiße Katze haben und eine weiß-braune. Und da passt es eigentlich ganz gut. Und wie die so miteinander da sitzen, hat mir sehr gut gefallen. Ja, das waren die vier Produkte, was ich aussuchen durfte bei VIP Costage. Ich werde die Links unten in der Produktbeschreibung natürlich wieder einfügen. So wie ich das immer mache. Und dann bedanke ich mich bei der Firma VIP Costage für diese tolle Sachen. Freue mich riesig darüber. Ich werde auf jeden Fall ziemlich zeitnah mit dem Kissen anfangen, obwohl ich eigentlich noch meine Grinsekatze zu machen habe. Aber das Kissen, das interessiert mich sehr, wie das jetzt zu sticken ist an die Ecken und an der Seite, wie das alles so hinhaut, ob ich das auftrennen muss oder nicht. Und für Weihnachten habe ich dann auch mal was zum Sticken. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Video und ciao!